Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke, dass du mitten unter uns bist durch deinen Heiligen Geist. Und wir laden dich an, dass du redest zu uns, dass du sprichst durch dein Wort. Danke, Jesus, dass dein Wort Kraft hat, unser Leben zu verändern. Dein Wort hat Kraft, uns auf dich hinzuweisen, uns deine Herrlichkeit zu offenbaren. Und wir wollen uns öffnen für das, was du zu sagen hast. Und danken dir, dass du uns begegnen möchtest, dass du zu uns sprechen möchtest und dass dein Wort immer gut ist und gut für unser Leben ist, Herr. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Richtig schön, wieder in eurer Mitte zu sein. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Ihr seht schon das Thema Party mit Jesus. Ich weiß nicht, ob du dir Jesus so schon mal als Partytier vorgestellt hast. Jesus ist einer, der richtig feiern kann. Ich glaube, unser Gott ist einer, der richtig gut feiern kann. Der wirklich Spaß hat an Party. Und es gibt eine Geschichte in den Evangelien, die eigentlich relativ bekannt ist, die Hochzeit in Kana. Die möchte ich mit euch gemeinsam heute anschauen. Sie steht in Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Die Geschichte, wo Jesus auf einer Hochzeit ist, in diesem besagten Ort Kana und Wasser in Wein verwandelt. Das ist mal ein spezielles Wunder, oder? Unser Gott macht Wasser zu Wein. Und ich möchte heute mal ganz am Ende der Story starten, weil ich der Meinung bin, dass Johannes uns in Vers 11 etwas darüber verrät, wie wir diese Story sehen sollen, wie wir diese Geschichte betrachten sollen. Er schreibt nämlich, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also Johannes, er nennt dieses Wunder, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt, ein Zeichen. Er sagt, es ist ein Zeichen. Und dass Johannes hier von einem Zeichen spricht, ist wichtig, ist von Bedeutung. Dadurch macht er nämlich deutlich, dass es um mehr geht als einfach nur, ja, Jesus kann halt Wasser in Wein verwandeln, richtig toll, sondern ein Zeichen weist immer auf etwas hin. Ein Zeichen weist über das Wunder hinaus und macht eine Aussage darüber, wer Jesus ist und was Jesu Auftrag in dieser Welt war und ist. Unsere Story will mehr kommunizieren als einfach nur, Jesus hat die Macht, Wasser in Wein zu verwandeln. Sie gibt uns ein Zeichen für Jesu Herrlichkeit. Er hat seine Herrlichkeit offenbart in dieser Geschichte. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, Vers für Vers von vorne. Johannes erzählt uns, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Die ersten zwei Verse, sie schildern uns das Setting der Geschichte. Es ist in Kana und da findet eine Hochzeit statt. Und Jesus ist eingeladen mit seinen Jüngern und auch seine Mutter Maria ist vor Ort. Es gab damals zwei Orte, die Kana hießen. Eins war ca. 6 Kilometer, das andere 14 Kilometer ungefähr von Nazareth, von dem Heimatort von Jesu Familie entfernt. Beide Orte also verhältnismäßig nah, sodass man da auch zu Fuß noch hinkommen konnte. Mit gewisser Zeit, die man eben braucht, um da hinzulaufen. Beide Orte waren in unmittelbarer Nähe. Und das zeigt uns, dass es sehr wahrscheinlich, zum einen, weil sie eingeladen waren und zum anderen, weil es so nahe war, Freunde oder Bekannte der Familie von Jesus waren, die da diese Hochzeit gefeiert haben. Und deswegen waren sie eingeladen. Und Hochzeiten fanden in der jüdischen Kultur immer am Mittwoch statt. Das war so der Tag für Hochzeiten. Bei uns ist ja normalerweise der Samstag. Weil das aber der Sabbat ist, wurde da keine Hochzeit gefeiert. Hochzeiten hat man am Mittwoch gefeiert. Und Mittwoch, der dritte Tag, von dem die Rede ist, aber nicht der Mittwoch, weil gezählt wurde ab Sonntag. Deswegen ist der dritte Tag, bezieht sich auf Kapitel 1, auf das, was am Ende von Kapitel 1 passiert ist. Da hat nämlich Jesus Nathanael als seinen Jünger berufen. Und Johannes erzählt uns, drei Tage nachdem Nathanael zur Gruppe dazugestoßen ist, findet diese Hochzeit statt. Und eine Hochzeit war in der jüdischen Kultur ein extrem wichtiges Event. Ist ja bei uns auch schon so, was richtig Feierliches, was richtig Schönes. Aber in der jüdischen Kultur nochmal umso mehr. Es gab kaum ein Event, was so festlich, so pompös gefeiert wurde, so kostspielig gefeiert wurde wie eine Hochzeit. Sie konnte bis zu einer Woche andauern. Die Menschen haben zum Teil bis zu einer Woche die Hochzeit gefeiert. Und das ganze Dorf, egal ob es Freunde und Bekannte waren oder nicht, war eingeladen zu dieser Hochzeit. Eine riesige Sause im ganzen Ort. Und weil die Hochzeitsfeier so festlich und so ausgelassen war in der damaligen Zeit und auch mit so großen Mengen an Essen und Wein in Verbindung stand, war die Hochzeit bei den Juden ein fest etabliertes Bild für das Himmelreich, für das Reich, das der Messias eines Tages aufrichten würde. Man stellte sich vor, wenn der Messias kommt und sein Reich aufrichtet, dann muss es so sein wie eine richtig fette Hochzeitsparty.
mit Freude, mit genialem Essen, mit wunderbarem Wein, mit wunderbaren Getränken, alles drum und dran. Was könnte es Schöneres geben als eine ausgelassene Party mit Freunden und mit viel Freude und wunderbarem Essen? So stellte man sich das Reich Gottes vor. So stellte man sich das Reich vor, das der Messias aufrichten würde. Und Jesus selbst, er benutzt dieses Bild. In Matthäus 22 vergleicht er das Reich Gottes mit einem Hochzeitsmahl und in Lukas 14 mit einem großen Festessen. Dieses Bild der Party war fest etabliert für das Reich Gottes. Und auch Jesus hat es nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern es kommt schon im Alten Testament vor. Auch die Propheten des Alten Testamentes sprachen von dem zukünftigen Reich des Messias immer wieder mit Bildern von Partys, von saftigem Essen und genialem Wein. Und Johannes möchte, dass der Leser, wenn er diese Story liest von der Hochzeitsfeier in Kombination mit diesem Weinwunder, Johannes möchte, dass der Leser daran denkt, was die Propheten schon im Alten Testament verheißen haben. Der Jude, der diese Geschichte liest, er soll sich zurückerinnern an das, was schon die Propheten verheißen haben. Ganz besonders Jesaja berichtet uns, Kapitel 25, Abvers 6. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Das ist Gott schon vor vielen hundert Jahren für sein zukünftiges Reich verheißen, das er aufrichten wird. Schon Jesaja hat prophezeit, es wird eine gigantische Feier sein, wenn Gott sein Reich aufrichtet, wenn der Messias kommt und die Dinge zum Guten verändert. Eine fette Party mit bestem Wein und bestem Essen. Wer wäre da gern dabei? Ich wäre sowas von gerne dabei. Ich will das erleben. Die Party aller Partys wartet auf uns, Freunde. Das Himmelreich ist ein Ort der Freude. Und weiter sagt Jesaja, dann zerreißt er, also Gott, den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Schon viele Jahrhunderte vor Jesus prophezeit Jesaja im Auftrag Gottes, unser Gott wird die Party aller Partys schmeißen, wenn er sein Reich aufrichtet. Und er wird alle Trauer von uns wegnehmen. Er wird den Tod besiegen. Er wird all das wegnehmen, was uns traurig macht, worunter wir leiden. All das wird ein Ende haben, wenn unser Herr sein Reich aufrichtet. Und Johannes will, dass du genau daran denkst beim Lesen von dieser Story, in Johannes 2, weil seine Aussage ist, Jesus ist gekommen, um genau das zu verwirklichen. Jesus ist gekommen, um genau das einzuleiten. Mit Jesu Auftreten beginnt das Reich der Himmel. Mit Jesu Auftreten beginnt das Reich Gottes, sich zu manifestieren. Ja, es ist noch nicht in Vollkommenheit da, aber es hat begonnen und es wird darauf hinauslaufen, auf das, was Jesaja und auch die anderen Propheten uns prophezeit haben. Jesus mit seinem Weinwunder kommuniziert der Menge und auch dem Leser uns heute. Ich bin gekommen, um diese Festfreude zu bringen. Ich bin gekommen, um dir Freude im Überfluss zu bringen. Göttliche Freude, die Jesaja prophezeit hat. Ich bin gekommen, um Menschen aus dem Tod zurück ins Leben zu reißen. Ich bin gekommen, um die Traurigen zu trösten und ihnen Freude zu geben. Ich bin gekommen, um deine Tränen abzuwischen und dir Trost und Freude zu bringen. Ich bin gekommen, um die Verheißungen des Alten Testaments zu erfüllen. Johannes stellt Jesus dar als den Erfüller der göttlichen Verheißungen. Jesus ist der, der das umsetzen wird, was schon vor vielen hundert Jahren verheißen wurde. Was Gott angekündigt hat, Jesus wird es umsetzen. Er wird ein Reich aufrichten, das aus purer Freude besteht. Keiner schmeißt solche Partys wie unser Gott. Ganz egal, auf was für Partys du schon warst, die Party im Himmel wird alles andere toppen. Ich erinnere mich noch, vor 3 oder 4 Jahren hat ein guter Freund von mir, den ich auf der Bibelschule kennengelernt habe, geheiratet. Ich war auf seiner Hochzeit. Und dann kam so dieser Moment, wo
seine Braut von ihrem Vater hineingeführt wurde in die Kirche. Und die Braut, sie sieht ihren Bräutigam, der schon vorne auf sie wartet. Und sie fängt sofort an zu weinen vor Freude. Und mein Kumpel, der Bräutigam, steht vorne und er sieht seine Braut auf sich zukommen. Und auch er fängt sofort an zu weinen. Sie beide waren überwältigt von purer Freude. Freude an dieser Hochzeit. Hochzeit ist ein Sinnbild für Freude, ihr Lieben. Und unser Gott sagt, genauso wird das Reich der Himmel sein. Genauso wird das Reich sein, das du eines Tages erleben wirst. Überwältigende Freude wartet auf dich. Überwältigende Freude wartet auf dich. Herr, jeder, der behauptet, beim Christentum geht es darum, langweilige Regeln zu halten, der hat nicht verstanden, worum es geht. Wir haben allen Grund zur Freude. Christentum ist nicht langweilig. Das Reich Gottes ist nicht langweilig. Es ist eine mega fette Party. Und diese Party, ja, wir erleben sie hier noch nicht in Fülle. Wir erleben das Reich Gottes noch nicht in Vollkommenheit. Aber es ist schon jetzt angebrochen. Übernatürliche Freude ist schon jetzt für dich verfügbar. Und ich staune manchmal, wenn ich in mein eigenes Leben schaue oder in unser aller Leben schaue, wie sehr und wie schnell wir uns doch diese Freude rauben lassen von irgendwelchen Dingen. Von irgendwelchen Herausforderungen, von dem, was wir in den Nachrichten hören, von den Dingen, die in unserer Familie abgehen und die herausfordernd sind. Das will ich gar nicht absprechen. Aber ich will mich selber und euch ermutigen, lasst dir diese Freude nicht rauben. Es gibt eine Freude, die unabhängig ist von all dem, was du erlebst in dieser Welt. Es gibt eine Freude, die unabhängig ist von all deinem Leid, von all deinen Nöten, von all deinen Herausforderungen. Und du darfst deinen Blick richten auf Gott und auf sein Reich, von dem du Teil bist. Und das du in Vollkommenheit erleben wirst eines Tages. Und schon jetzt, schon hier. Lass dir diese Freude nicht rauben. Jesus hat Freude für dich. Und du darfst ihn darum bitten, dich ganz neu mit Freude zu erfüllen, wenn du merkst, dass dir das gerade in deinem Leben fehlt. Du darfst ihn darum bitten, dass er deinen Blick neu aufrichtet auf sein Werk, auf das, was er für dich hat. Diese Hochzeit in Kana, sie ist ein Bild für das Reich Gottes und für die Freude, die auf uns wartet und schon jetzt verfügbar ist. Und Johannes berichtet uns, dass es in dieser Hochzeit auf einmal zu einem, ja man könnte sagen, zu einem Fiasko kommt. Und er sagt uns im nächsten Vers, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Johannes kommt direkt zum Problem und macht es so sehr unscheinbar. In so einem kurzen, kleinen Nebensatz, mitten in der Hochzeitsfeier, geht auf einmal der Wein aus. Und obwohl es hier so unscheinbar vielleicht wirkt im ersten Moment, ist es in der damaligen Kultur ein absolutes Desaster. Und jeder Jude, der das Lied liest, merkt, oh weh, der Wein, er ist aus. Was machen wir? Was sollen wir tun? In einer Kultur wie der damaligen, die stark über Ehre und Schande funktioniert, war es ein ganz großes Problem. Wenn du was gut gemacht hast, brachte es dir Ehre. Wenn was nicht so gut läuft, brachte es dir Schande. Schande, die über Jahre hinweg dich verfolgt hat. Und dass du als Ausrichter einer fetten Party nicht in der Lage bist, für deine Gäste zu sorgen, nicht in der Lage bist, genug Essen oder in dem Fall genug Wein zur Verfügung zu stellen, war etwas, was dich über Jahre hinweg gebrandmarkt hat, als ein schlechter Gastgeber. Das ist ein Problem, dass du ein Stigma, das du über Jahre mit dir mitgetragen hast. Wir können uns das heute gar nicht vorstellen. Wenn bei uns auf einer Party der Wein ausgeht, dann sagen wir, blöd gelaufen, vielleicht ein bisschen unangenehm, aber dann war es es auch. Aber damals war es wirklich ein Desaster, eine Katastrophe. Der Bräutigam, der ist dafür verantwortlich, dass genug Essen und Trinken da ist. Und wenn rauskommt, dass der Bräutigam sich nicht um seine Gäste kümmern konnte, dann bedeutete das für dieses frisch gebackene Ehepaar gesellschaftliche Ächtung und Schande über Jahre, vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang. So drastisch ist es gewesen in der damaligen Kultur. Wir wissen nicht genau, warum der Wein leer war. Es wird nicht erwähnt. Vielleicht hat man sich schon in der Planung verkalkuliert. Vielleicht konnte sich der Bräutigam einfach nicht mehr Wein leisten, aus finanziellen Gründen. Was auch immer der Grund war, es muss für das Ehepaar, das das gehört hat, das das bemerkt hat, der Schock ihres Lebens gewesen sein. Sie waren sofort mit den Konsequenzen konfrontiert, die das bedeutete für ihr Sozialleben, für ihr Leben in ihrem Ort, in ihrer Ortschaft. Sie waren über Jahre gebrandmarkt als die,
die versagt hatten, die nicht fähig waren, ihre Gäste zu versorgen. Und Maria bekommt Wind von diesem Problem. Vielleicht wurde sie auch bewusst eingeweiht, weil sie eine Freundin der Familie war. Jedenfalls wendet sie sich mit ihrem Problem an Jesus und weist ihn darauf hin, sie haben keinen Wein. Und Jesus in all seinem Charme, in all seiner Liebe, in all seiner Freundlichkeit sagt was für unsere Ohren vielleicht ein bisschen befremdlich klingt. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Antwort, sie klingt für uns etwas ruppig, aber sie ist nicht respektlos und auch nicht lieblos. Noch dazu hat sie einen ganz klaren Sinn. Die Anrede Frau ist zwar nicht so persönlich wie Mutter, aber es ist gar nichts Abwertendes, sondern es ist ganz normaler Sprachgebrauch gewesen in der damaligen Kultur. Wenn wir in Kapitel 19 springen würden, wo Jesus schon am Kreuz hängt, und diese liebevolle Szene lesen würden, wie Jesus sich noch am Kreuz um seine Mutter kümmert und zu Johannes sagt, kümmere dich um meine Mutter, mal in meinen eigenen Worten gesagt, wie er sich darum kümmert, dass seine Mutter versorgt ist, auch nach seinem Tod. Auch in dieser liebevollen Szene nennt er seine Mutter Frau. Er nennt sie auch da Frau. Also dieser Begriff ist überhaupt nichts Abwertendes, sagt überhaupt nichts Negatives aus, ist ganz normaler Sprachgebrauch. Der Satz, was habe ich mit dir zu schaffen, ein typischer semitischer Ausspruch, der Distanz schafft zwischen den betroffenen Personen. Es ist was Distanz aufbaut. Jesus baut Distanz auf zu seiner Mutter. Warum tut er das? Es hat einen klaren Grund. Wir müssen uns vor Augen führen, dass Jesus hier ganz am Anfang seines öffentlichen Dienstes steht. Wenn wir in Kapitel 1 zurückschauen, sehen wir, dass Johannes berichtet, wie der Heilige Geist auf Jesus kommt und wie Jesus anfängt, die ersten Jünger um sich zu scharen. Und in Kapitel 2 beginnt er gewissermaßen seinen öffentlichen Dienst. Es ist sein Eintreten in die Öffentlichkeit, in das öffentliche Wirken. Und Jesus bringt hier in Vers 4 zum Ausdruck, dass er von nun an nicht mehr den Anordnungen seiner irdischen Mutter folgt, sondern dass es ab jetzt primär um die Anordnungen seines himmlischen Vaters geht. Jetzt, wo ich meinen öffentlichen Dienst begonnen habe, stehen deine Anordnungen, liebe Frau, liebe Mutter, nicht mehr im Vordergrund. Jesus, Sohn Marias, nimmt ab, Jesus, Sohn Gottes, gewinnt an Gewicht, weil der öffentliche Auftrag begonnen hat. Damit wertet er seine Familie nicht ab, er sagt auch nicht, seine Familie ist ihm jetzt egal. Er sagt nur, hey, meine Priorität ist jetzt eine andere. Und ich handle nicht mehr vorrangig nach dem, was du mir sagst, sondern all mein Tun ist ausgerichtet auf das, was mein himmlischer Vater mir aufträgt. Und es wird auch in dem nachfolgenden Satz deutlich, er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde im Johannesevangelium beschreibt immer den Moment des Kreuzestodes. Wenn Johannes von der Stunde Jesu spricht oder wenn Jesus selbst von seiner Stunde spricht, meint er immer seinen Tod am Kreuz. Alles, was Jesus tut, sein ganzer Dienst von Anfang an richtet sich aus auf das Ziel. Von Anfang an, vom ersten Moment seines öffentlichen Auftretens, weiß Jesus, wie seine Reise enden wird. Er weiß, worauf alles hinauslaufen wird. Und er weiß, dass alles, was er tut, in dieser Zeit seines öffentlichen Wirkens im Einklang mit seinem Kreuzestod stehen muss, im Einklang mit dem ultimativen Plan Gottes sein muss. Und auch das Weinwunder, es muss im Einklang mit Gottes Plan sein. Und das ist es, sonst würde er es nicht tun, sonst würde er nicht sich um dieses Problem kümmern. Es geht nicht darum, dass er sagt, dieses Problem ist mir egal, sondern er muss seiner Mutter klar machen, mein Dienst hat begonnen. Es geht nicht mehr um das, was du mir sagst. Es geht um das, was mein Vater im Himmel mir sagt und was er mir aufträgt. Und diese Pille war sicher nicht so leicht zu schlucken für Maria. Lass dir das mal von deinem Sohn sagen, den du geboren hast, den du aufgezogen hast, den du jahrelang versorgt hast. Lass dir von dem mal sagen, es geht nicht mehr um dich. Es geht nicht um deine Anweisungen. Du hast mir mal ganz salopp gesagt, hast nichts mehr zu melden für meinen Dienst. Aber sie vertraute darauf und sie wusste, dass er eben nicht nur ihr Sohn war, sondern dass er auch der Sohn Gottes ist. Und dass er eine Aufgabe hat. Und deswegen vertraut sie darauf, dass er trotzdem hilft. Und weist die Diener an, das zu tun, was er ihnen sagt. Und dann berichtet uns Johannes: Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an.
Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Jesus beauftragt die Diener, 6 steinerne Wasserkrüge bis zum Rand mit Wasser zu füllen. Die Schätzungen variieren ein bisschen, aber im Groben sagt man so, dass alle 6 Krüge zusammen wahrscheinlich 500 bis 700 Liter Wasser fassten. Also eine riesige Menge. Reichte dicke, um die Party zu versorgen, und wahrscheinlich ist noch viel übrig geblieben. Aber Jesus lässt diese Wasserkrüge mit 500 bis 700 Litern Wasser füllen. Und steinerne Krüge hat man damals nicht für die Aufbewahrung von Trinkwasser benutzt. Es war kein Trinkwasser, was man darin gelagert hat, dafür hat man Tongefäße benutzt. Steingefäße hat man benutzt für rituelle Waschungen. Das Wasser darin war für zeremonielle Waschungen verwendet worden. Man benutzt es für seine Reinigungsrituale, die schon in der Tora den Juden vorgeschrieben wurden. Zum einen wusch man sich damit die Hände vor dem Essen, aber man wusch sich auch rituell und reinigte sich rituell, wenn man mit einer unreinen Person oder mit einem unreinen Gegenstand in Berührung kam. Um dann wieder rituell und kultisch rein zu werden, benutzte man dieses Wasser. Nicht zum Trinken. Und dass Jesus diese Steinkrüge benutzt, die für rituelle Reinigung verwendet wurden, ist kein Zufall. Ist kein Zufall. Er tut ein Wunder und macht aus dem Wasser Wein. Er füllt die Krüge mit etwas Neuem. Er zweckentfremdet diese steinernen Krüge. Diese Krüge, die für rituelle Reinigung da waren, sie werden jetzt mit Wein gefüllt, mit etwas Neuem gefüllt, für was sie nicht da waren. Das Wasser für rituelle Reinigung hat mit Jesu Auftreten ausgedient. Jetzt, wo Jesus gekommen ist, braucht es keine rituelle Reinigung mehr. Jesus kommt, um etwas Neues zu bringen. Er kommt, um uns reinzuwaschen durch sein Blut. Jesus kam, um uns reinzuwaschen durch sein Blut. Das Wasser für rituelle Reinigung, es wird abgelöst durch das Blut Jesu Christi. Jesus kommt und offenbart sich schon von Anfang an. Er hat gerade erst von seiner Stunde gesprochen. Und hier tut er ein Wunder, das ja zum einen natürlich die Festversammlung versorgt und das Ehepaar vor Schande bewahrt, aber das zum anderen ein prophetisches Bild schon ist für seinen Dienst, wofür er gekommen ist. Er kommt, um Menschen zu reinigen durch sein Blut. Jesus ist der, der uns reinigt. Du brauchst kein Ritual mehr. Es braucht keine rituellen Waschungen mehr. Du musst nichts mehr tun, nichts mehr leisten, keine Pflicht mehr erfüllen, um rein zu sein. Alles, was du brauchst, ist das Blut Jesu Christi. Alles, was du brauchst, ist das Blut Jesu Christi, das dich reinwäscht. Keine Rituale, nur Gnade. Nur die Gnade Gottes. Und ich will dich fragen, wo denkst du manchmal noch, dass du irgendwas leisten musst, um vor Gott gut dazustehen? Wo sind wir manchmal bewusst oder unbewusst noch getrieben von diesem Drang, ich muss jetzt was tun, um vor Gott wohlgefällig zu sein? Ich muss jetzt was tun, um von Gott angenommen zu sein? Dein kontinuierliches Bibellesen ist richtig gut, aber dadurch wirst du nicht gerettet. Und dadurch ist Gott auch nicht mehr im Reinen mit dir, als wenn du es nicht tun würdest. Dein kontinuierlicher Gottesdienstbesuch ist richtig gut und wertvoll, aber auch das ist nichts, was dich retten wird. Nichts, was du tust, nichts, was du leistest, was auch immer es ist, wird dich retten, wird dich rein dastehen lassen vor deinem Gott. Alles, was dich reinigt, ist das verbrachte Werk am Kreuz von Jesus Christus. Sein Blut reinigt dich. Sein Blut reinigt dich von all deiner Schuld. Und darfst jede Schande ablegen, jeden Drang, Leistung bringen zu müssen, darfst du ablegen. Von all dem darfst du dich trennen und darfst dieses Geschenk, diese Gnade Jesu annehmen. Er ist der, der dich reinigt. Er ist der, der dich erlöst. Nur durch sein Blut hast du Zugang zu Gottes Party. Diese Party, die auf dich wartet, deine Eintrittskarte ist das Blut Jesu Christi und nicht deine Leistungen, nicht deine Rituale. Das Wunder in Kana ist ein Zeichen dafür, dass ultimative Reinigung nur bei Jesus Christus für uns, dass es ultimative Reinigung nur bei Jesus für uns gibt. Wir dürfen das annehmen von Jesus, es uns einfach schenken lassen. Es uns einfach schenken lassen.
Und in unserer Kultur, die so von Leistung geprägt ist, ist das manchmal sehr herausfordernd. Es ist manchmal sehr herausfordernd, sich neu darauf zu besinnen. Es geht nicht um das, was ich tue. Es geht um das, Jesus, was du getan hast. Was du vollbracht hast. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Darauf dürfen wir uns stützen. Und daraus fließt unser Leben. Daraus fließt all das, was wir tun. Jesus tut dieses Wunder und versorgt die ganze Festversammlung. Und als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, sie wussten es, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diese Diener, sie bringen das Wasser, das jetzt Wein ist, zum Speisemeister, damit er davon probiert. Und der Speisemeister ist so begeistert von der Qualität dieses Weines, dass er den Bräutigam zu sich holt. Und er stellt lobend fest: Lieber Bräutigam, du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Jeder andere macht es anders. Jeder andere setzt zuerst das gute Zeug vor, und wenn sie eh alle schon betrunken sind, dann kommt der Tetrapack von Aldi. Dann kommt das billige Zeug. So, aber du hast es genau andersrum gemacht. Du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Er lobt den Bräutigam. Aber der Leser, du und ich, wir wissen, dass der Bräutigam damit überhaupt nichts zu tun hat. Wir wissen, der Bräutigam, er ist der es eigentlich vermasselt hat. Er ist der, der den Job hatte, sich um den Wein zu kümmern und der nicht genug zur Verfügung stellen konnte. Der Speisemeister lobt ihn, aber wir wissen, lieber Bräutigam, du hast es vermasselt. Wir wissen, Jesus ist der, der sich darum gekümmert hat. Jesus hat den Job des Bräutigams übernommen. Jesus hat das getan, was der Bräutigam tun sollte. Er hat den Job des Bräutigams übernommen. Und damit offenbart sich Jesus als der einzig wahre Bräutigam. Jesus ist der wahre Bräutigam, der sich um seine Braut kümmern kann. Jesus ist der Bräutigam, der seine Braut versorgt. Seine Braut ist sein Volk. Seine Braut bist du. Du bist die Braut Jesu. Für uns Männer vielleicht ein bisschen komisch, das als Braut bezeichnet zu werden, aber du, ob Mann oder Frau, du bist die Braut Jesu. Du bist die Braut Jesu, wenn du sein Werk am Kreuz für dich angenommen hast. Wenn du dich durch das Blut Jesu hast reinigen lassen, dann bist du seine Braut. Und Jesus offenbart sich dir als der wahre Bräutigam, als der, der fähig ist, dich zu versorgen. Dein Bräutigam kann und will und wird dich versorgen mit dem, was du brauchst. Und er ist kein knausriger Versorger. Er ist nicht geizig. Er gibt nicht gerade so viel, dass du irgendwie das Nötigste hast. Er lässt 6 steinerne Krüge bis zum Rand füllen, stellt über 500 Liter Wein her. So viel, dass es nicht nur für die Party reicht, sondern wahrscheinlich entweder das Brautpaar selber sich über Wochen und Monate noch damit versorgen konnte, oder vielleicht haben sie es auch verkauft, um ein bisschen Geld als Start für ihre Ehe noch zu kassieren. Wie auch immer, aber er macht mehr als genug. Unser Gott versorgt mit mehr als genug. Er versorgt mit Überfluss. Und auch nicht mit dem billigen Fusel, sondern mit dem besten Wein. Der Speisemeister, der sich auskennt, der vom Fach ist, der Ahnung hat, sagt: Du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Was Jesus macht, was Jesus tut, was unser Gott tut, hat Qualität. Was unser Gott tut, hat Qualität. Unser Gott wirkt in Qualität und er wirkt im Überfluss. Und er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Er beschenkt uns mit dem, was wir brauchen und mit mehr als dem, was wir brauchen. Und wir dürfen darauf vertrauen und uns in diesem Bewusstsein immer wieder an unseren Gott wenden. Ich habe so eine Phase gehabt in meinem Leben, wo ich jetzt nicht die große Not hatte, aber wo ich das Gefühl hatte, wo Gott sich einfach mir ganz neu offenbaren wollte als Versorger und als der überreich beschenkt und der allen Überfluss hat. Ich war 2021, da habe ich ein längeres Praktikum gemacht, in meiner Vorbereitung auf das Pastorendasein, war ja erst in Fürsten 3 Monate, dann in Lörrach 3 Monate. Und ich bin gefahren in dieses Praktikum und auf dem Zug
als ich im Zug war in Richtung meiner ersten Station, Richtung Füssen, habe ich einfach die Zeit genutzt und habe gebetet und habe gesagt, Jesus, was möchtest du tun in diesem Praktikum? Und ich habe gehört, wie der Herr nur einen Satz gesagt hat, ich will dich beschenken. Ich werde dich beschenken. Und ich kam in dieses Praktikum und der Herr hat mich so reich beschenkt, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, aber auch im Finanziellen. Und ich ging dahin und als Student, als Bibelschüler musst du eigentlich sogar für dieses Praktikum bezahlen. Du musst bezahlen dafür, dass du der Gemeinde dienen darfst. Geht nicht gut, gell? Du musst eigentlich dafür bezahlen. Berührer oder unsere Ausbildungsstätte legt den Gemeinden nahe, dass sie diese Kosten übernehmen. Aber das macht nicht jede Gemeinde. Die Gemeinden haben es gemacht, wo ich war. Und trotzdem, Gott hat mich weit darüber hinaus beschenkt. Ich habe in dieser Praktikumszeit über 700 Euro einfach nur Geschenk gekriegt. Da wo ich predigen durfte, da haben sie mir ein Honorar gegeben, obwohl es eigentlich im Praktikum überhaupt nicht üblich ist. Ich war der Praktikant, aber ich habe Honorar gekriegt für meine Predigten und ich wurde von Einzelpersonen, die auf mich zukamen, beschenkt. Und am Ende ging ich aus diesem Praktikum mit über 700 Euro raus. Und dann meldete sich noch die Bibelschule bei mir und sagt, ja, auf unserem Konto ist auch noch Geld übrig, habe ich auch noch von da ein paar hundert Euro zurückgekriegt. Also Jesus hat mich in dieser Zeit mit über 1000 Euro insgesamt beschenkt. Einfach nur so. Nicht, weil ich jetzt die große Not hatte im finanziellen Bereich, sondern einfach nur, weil Jesus mir gezeigt hat, ich habe alle Ressourcen dieser Welt. Und wenn ich dich beschenken will, dann darfst du wissen, ich kann dich beschenken. Und da, wo du Not hast, da darfst du wissen, ich werde dich versorgen. Und darauf dürfen wir vertrauen. Jesus ist der wahre Bräutigam, der sich um seine Braut kümmert. Und der weiß, was sie braucht und ihr alles geben kann, was sie braucht. Vielleicht noch ein kurzes Zeugnis. Letzte Woche bei uns im Gottesdienst war ein Mann, er kam mit Rückenschmerzen in den Gottesdienst. Hatte sich noch überlegt, soll ich gehen oder nicht. So unangenehm mein Rücken, aber er hat sich dazu entschieden zu kommen. Er kam in den Gottesdienst. Wir haben ein kurzes Gebet vor dem Gottesdienst für ihn gesprochen und dann ging er mit dieser Haltung in den Gottesdienst. Jesus, du kannst mir im Gottesdienst begegnen. Du kannst mir im Lobpreis begegnen, in der Predigt begegnen. Ich traue dir zu, dass du mich berührst. Und dann war der Gottesdienst zu Ende und er steht auf und er merkt, meine Schmerzen, sie sind weg. Und ich habe heute nochmal mit ihm gesprochen im Gottesdienst, die ganze Woche komplett schmerzfrei geblieben. Die Schmerzen, sie waren weg. Unser Gott versorgt uns finanziell, aber er versorgt uns auch an all dem, was wir an unserem Körper brauchen. Und auch an dem, was unsere Seele braucht. Er kann und will uns versorgen. Er ist unser treuer Bräutigam. Und wir dürfen unsere Bedürfnisse und Nöte zu ihm bringen und ihm vertrauen. In all den Nöten, die du hast, was auch immer es ist, wohin wendest du dich? Wohin wenden wir uns mit unseren Nöten, mit unseren Fragen, mit unseren Bedürfnissen? Mach's wie Maria. Mach's wie Maria. Wende dich an Jesus. Und dann mach es wie die Diener. Setz um, was Jesus dir sagt. Sich an Jesus zu wenden, ist das eine. Aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben. Wir sollten tun, wie es die Diener gemacht haben und auf Jesu Wort hin handeln. Wenn Jesus dir was sagt, dann setz um, was er dir sagt. Mach es wie die Diener, gehorch seinem Wort und du wirst sehen, wie er wirkt und wie er dir gibt, was du brauchst. Er ist der wahre Bräutigam. Und diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das Wunder auf dieser Hochzeit ist ein Zeichen. Johannes will uns offenbaren, wer Jesus ist und was er gekommen ist zu tun. Das Zeichen ist dazu da, Jesus zu verherrlichen. Jesus verherrlicht sich auf dieser Hochzeit und wir sehen seine Herrlichkeit darin, dass er der Erfüller von Gottes Verheißungen ist, dass er der ist, der Freude in dein Leben bringt, dass er der ist, der das Reich Gottes, die Party aller Partys aufrichtet, zu der du Zugang hast. Und wir sehen Jesu Herrlichkeit darin, dass er uns reinwäscht durch sein Blut, dass sein Blut dir Zugang gibt zu dieser fetten Party. Und wir sehen seine Herrlichkeit darin, dass er unser wunderbarer Bräutigam ist, der uns alles gibt, was wir brauchen, schon hier und jetzt, der uns versorgen kann und versorgen möchte, im Überfluss und mit Qualität, mit dem Besten, was er zu geben hat. Und seine Jünger glaubten an ihn, heißt es. Die haben auch vorher schon an ihn geglaubt.
Aber Glaube ist etwas, was ich unser ganzes Leben lang immer wieder vertiefen darf. Glaube darf immer wieder neu wachsen, immer tiefere Wurzeln bekommen in unserem Leben. Und ich wünsche dir und mir, dass bei uns dasselbe passiert wie bei den Jüngern, dass wir neu sagen, wenn wir auf diese Geschichte schauen, Jesus, ich glaube an dich und mein Glaube soll fester werden, soll tiefere Wurzeln bekommen. Dazu soll diese Geschichte beitragen. Diese Story, sie weckt in uns ein Bewusstsein für die Herrlichkeit und für die Größe von Jesus. Ja. Und Jesus, dafür bete ich, dass wir immer wieder neu staunen über deine Herrlichkeit. Dass diese Story in uns neuen, tiefen Glauben weckt, so wie es bei den Jüngern war. Ich bete, dass du uns neu erfüllst mit deiner übernatürlichen Freude. Herr, du siehst jeden Einzelnen hier, du weißt, was uns beschäftigt, was uns plagt, worum unsere Gedanken kreisen. Und ich bete, dass du da hineinkommst mit übernatürlicher Freude, dass wir unseren Blick emporheben auf dich, dass wir unseren Blick richten auf die zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet und dir dadurch Raum geben, dass du uns neu mit Freude erfüllst. Ich bete, dass du uns neues Bewusstsein für deine Gnade schenkst, dass du uns reingewaschen hast durch dein Blut. Danke, dass wir keine Rituale erfüllen müssen, dass wir nichts leisten müssen, sondern dass wir auf dein vollbrachtes Werk am Kreuz schauen dürfen, Herr. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns versorgst mit dem, was wir brauchen. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen hier genau dort begegnest, wo er es gerade nötig hat. Dass da, wo finanzielle Nöte da sind, dass du da hineinkommst und Versorgung schenkst. Dass wir anfangen zu staunen über die Wege, die du hast, wie du uns versorgst. Dass da, wo seelische Nöte da sind, dass du da hineinkommst mit deinem Frieden. Dass du mit deiner heilenden Hand unser Herz berührst, unsere Gedanken berührst und uns wiederherstellst. Und dass da, wo unser Körper leidet, da wo Verletzungen da sind, da wo Krankheiten da sind, da wo auch die Lobpreiser jetzt angeschlagen sind heute, dass du da hineinkommst mit Heilung, mit Wiederherstellung. Danke, dass du unser Bräutigam bist, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und ich bete, dass wir uns im Alltag immer wieder neu auf diese Wahrheit stellen können, immer wieder neu uns dazu entscheiden, dir zu vertrauen und an dein Wort zu glauben, dass uns deine Herrlichkeit offenbart, Herr. Amen. Amen.